Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Gottes Pläne sind manchmal anders, als wir denken. Manches scheint abwegig und manches scheint unkomfortabel. Lass dich ermutigen, auch auf diesen großen Gott zu bauen und ihm zu vertrauen, dass er dich dahin bringt, wo er es möchte, wo er einen Plan hat mit deinem Leben. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Gott möchte etwas Neues tun in deinem Leben. Bist du bereit? Es ist so schön, wenn Gott Neues wirkt in unserem Leben. Aber wir müssen es auch wollen. Wir müssen es auch zulassen. Und möchtest du es zulassen heute, dass Gott dein Herz berührt? Dass Gott dich ganz neu berührt und dir vielleicht eine ganz andere Dimension in deinem Leben schenkt? Und das ist so wunderbar, wenn wir das tun und wenn wir unsere Herzen öffnen. In Jesaja 43, Vers 19, da steht: Siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Und Gott sagt hier: Erkennt ihr es nicht? Und es ist doch oft so, dass wir gar nicht merken, wenn Gott zu uns spricht oder wenn Gott etwas Neues tun will in unserem Leben. Es passiert etwas und wir denken, naja, das ist Zufall. Unsere Welt ist so laut geworden, dass wir oft gar nicht merken, wenn Gott zu uns redet. Und wenn wir doch dann etwas wahrnehmen in unserem Herzen, dann hinterfragen wir es meist. Ist das wirklich so? Was soll das denn werden? Was soll ich machen? So geht es oft vor und zurück und die Zweifel kommen. Und der Teufel ist sofort zur Stelle, dass du ja nicht das tust, was Gottes Plan für dich ist. Dass du nicht erkennst, was Gott in deinem Leben tun will. Und Gott benutzt manchmal Menschen, die genau das sagen, was unsere Antwort ist, obwohl sie von gar nichts wissen. Und ich habe das selber schon erlebt, habe mich einfach unterhalten mit einer Frau und plötzlich sagt sie, das ist genau die Antwort, die ich brauche. Und ich wusste von gar nichts. Und so gebraucht Gott Menschen oder Dinge, sein Wort. Er benutzt Träume, Visionen, um zu dir zu sprechen, zu dir zu reden. Gott hat einen Plan mit dir und den will er in Erfüllung bringen. Und wir wünschen uns, dass Gott deutlich zu uns redet, am besten persönlich hörbar. Ja, so wie bei Abraham. Und das steht im 1. Mose 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Abraham hörte, fasste einen Entschluss und ging. Heute würden wir sagen, total abwegig. Zu gehen, ohne zu wissen, wohin. Alles hinter sich lassen, weg vom Gewohnten. Er wusste nicht einmal, ob seine Versorgung klappen würde, was er antreffen wird und wohin es überhaupt geht. Ist es nicht auch manchmal so in unserem Leben, dass wir nicht wissen, wie sich das entwickelt wird, vor dem wir stehen? Ein neuer Job, Wohnungswechsel, neuer Lebensabschnitt. Und Gott möchte Neues tun in deinem Leben. Wachstum, Durchbrüche, ein anderes Denken oder vielleicht auch einen anderen Lebensweg oder anderen Lebensstil. Du brauchst dieses tiefe Vertrauen, dass Gott dich führt. So wie der Abraham es hatte.
ein tiefes Vertrauen, dass Gott dich führt. Hören, Entschluss fassen und vorwärts gehen. Es begeistert mich immer wieder, wie Menschen auf Gottes Ruf reagieren oder reagiert haben. Lass dich ermutigen, auch auf diesen großen Gott zu bauen und ihm zu vertrauen. Ihm zu vertrauen, dass er das, was er in dein Herz gelegt hat, auch ausführt. Dass er dich dahin bringt, wo er es möchte, wo er einen Plan hat mit deinem Leben. In 1. Könige 19 lesen wir eine erstaunliche Geschichte. Gott sagt zu Elia im Vers 16, und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Und das kommt aus heiterem Himmel. Und hier merkt Elia, dass seine Zeit zu Ende gehen wird. Er kommt gerade vom Horeb, wo er Gott begegnete, in dem Wind. Ihr kennt die Geschichte. Er hatte gerade eine starke Begegnung mit Gott und bekommt nun den Auftrag, seinen Nachfolger zu salben. Und das war bestimmt nicht einfach für ihn. Und wir lesen da weiter in Vers 19 bis 21. Und er ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaphats, der gerade mit 12 Gespannen vor sich her pflügte. Er selbst aber war bei dem 12. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Da verließ er die Rinder und lief hinter Elia her und sagte, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er aber sagte zu ihm, geh, kehre um, denn was habe ich dir getan? Da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann Rinder und schlachtete sie. Und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten, und sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Eine Lebenswende für Elisa. Aus heiterem Himmel wird er von Gott berufen in den Dienst, mitten aus dem Alltag heraus. Er hatte keine Ahnung, was ihn erwarten würde. Und wir können hier herauslesen, dass Elia nicht sehr freundlich war. Er war ziemlich ruppig. Er führte Gottes Auftrag aus, als ob ihn das nichts anginge. Die Tatsache, dass Elisa hinter Elia herlief, sagt aus, dass Elia kein Wort sagte, sich umdrehte und davonging. Nicht gerade eine freundliche Einladung für seine Nachfolger. Was hättest du gesagt an seiner Stelle? Wenn der so doof ist, dann soll er doch gehen. Er wollte sich von seinen Eltern verabschieden und Elia sagt lapidar, kehre um, was habe ich dir getan? Was so viel heißt wie, geh zurück, was willst du von mir? Wir wären vielleicht verärgert gewesen und hätten gedacht, dann bleibe ich halt da. Elisa geht zurück zu seinen Leuten und seinem Gespann und macht einen Schlussstrich unter seine Vergangenheit. Er macht ein Abschiedsfest, ein Grillfest. Er brät die Rinder auf dem Holz des Geschirrs und die Leute aßen, heißt es hier. Abschied. Nicht in seinem Elternhaus und vielleicht auch nicht mit seinen Eltern. Er hörte, fasste einen Entschluss und ging, ohne groß zu überlegen. Elisa wusste, was es bedeutete, den Mantel eines Propheten zu bekommen. Er war somit gesalbt, in den Dienst Gottes zu treten. Und auch wir sind gesalbt. Berufen, in seinem Reich etwas zu bewegen. Und er möchte auch mit dir
etwas bewegen in seinem Reich. Er möchte etwas Neues tun in deinem Leben. Gott berief den Elisa direkt von der Arbeit weg. Er war mitten auf dem Feld mit seinem Gespann beim Pflügen. Er saß nicht im Sessel und hat gewartet, bis er etwas von Gott hört. Und auch Gott wird zu deinem Herzen reden, da wo du gerade bist. Zu dem Zeitpunkt, wenn er zu dir reden möchte. Mitten im Leben, bei der Arbeit. Und Gott hat auch für dich einen Auftrag mitten in deinem Alltag. Sitz nicht einfach da und warte, bis irgendetwas vom Himmel fällt, sondern mach einfach dein Herz auf und sei wachsam zu hören, was Gott zu dir sagt. Manchmal ist es auch unerwartet, so wie wir es uns gar nicht vorgestellt haben, wo wir vielleicht ganz andere Pläne hatten. Und so ging es bestimmt auch dem Elisa. Und oft müssen wir sogar einen Schlussstrich unter unsere Vergangenheit machen, so wie Elisa. Gedankengebäude zurücklassen, Schuldgefühle aus der Vergangenheit wegräumen, Ängste und Zweifel ausräumen, gewohnte Dinge verlassen, Dinge anders machen, um einen neuen Weg mit Gott zu beschreiten. Und Gott wird dir genau das geben, was du brauchst dafür, für den Auftrag, den er dir gibt. Möchtest du, dass alles so weiterläuft, wie es ist? Nichts verändern in deinem Leben? Auf nichts verzichten? Den Gewohnheiten nachgehen? Der Heilige Geist befähigt dich, in Gottes Pläne einzusteigen. Auch wenn sie vielleicht im Moment nicht lukrativ aussehen für dich. Wenn du im Moment vielleicht auch nicht weißt, wo das hinführt. Gottes Pläne sind manchmal anders, als wir denken. Manches scheint abwegig. Und manches scheint unkomfortabel. Im letzten Vers unseres Textes heißt es, dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Elisa war kein armer Mann. Heute würde man vielleicht sagen, Großgrundbesitzer. Er hatte 12 Gespanne. Er pflügte mit 12 Gespannen und das war schon eine große Sache. Was für ein Einschnitt in Elisas Leben. Vorher war er Chef, jetzt war er Diener. Er diente Elia, diesem ruppigen, unfreundlichen Mann. Wir wissen, Elisa wurde nicht gleich Nachfolger, sondern Elia hat noch viele Jahre gelebt und Elisa war mit ihm. Er folgte ihm überall hin. Er diente ihm. Und somit wurde er zubereitet für seinen eigenen Dienst. Und das war bestimmt keine leichte Schule für Elisa. Er musste sich seinem Herrn anpassen und konnte nicht selbst bestimmen, was er tun wollte. Und das Geheimnis war, er war treu. Er war treu an der Seite des Elia. Gott hat ihm dann auch seinen Wunsch erfüllt und ihm den doppelten Segen gegeben. Er hat doppelt so viele Wunder getan wie Elia. Ein Diener war damals eine andere Sache als heute. Elia hatte kein großes Haus, er war viel unterwegs. Und wir lesen auch nirgends, dass er großen Besitz hatte. Und die Arbeit von Elisa war, ihn zu versorgen. Dass es ihm gut geht, alles zu tun für sein Wohlergehen. In 2. Könige 3, Vers 11 lesen wir einen Hinweis auf Elias Dienen.
Da heißt es, da antwortete einer von den Dienern des Königs von Israel und sagte, Elisa ist hier, der Sohn des Schaphat, der Wasser über Elias Hände goss. Dadurch war er bekannt, weil er dem Propheten Elia diente. Und deshalb konnte ihn Gott gebrauchen, weil er seinen Plan erfüllte. Er war nicht der großartige, herausragende Mensch, wie wir das vielleicht heute sagen würden. Eine Persönlichkeit, etwas Großartiges, etwas Besonderes. Nein, was er tat, waren ganz alltägliche Arbeiten. Auch für Wasser zum Händewaschen zu sorgen, für Kleider, für Sandalen und so weiter. Auch das Haus auszukehren. Anzunehmen ist, dass er auch für ihn gekocht hat. Er ist hinter ihm hergelaufen und hat ihm alles gebracht, was er brauchte. Welche Demut! Was ist es uns wert, Gott zu dienen? Wenn uns Gott gebrauchen möchte, steigen wir nicht oben ein, sondern wir sind zunächst in der Schule Gottes. Und das ist vielleicht manchmal für uns unbequem und auch ungewöhnlich. Aber wollen wir das oder wollen wir das nicht? Lassen wir Gottes Plan verwirklichen in unserem Leben, egal wie er aussieht. Es wird bei jedem von uns anders sein, aber Gott hat einen Plan für dein Leben. Er möchte eine Beziehung mit uns haben, damit wir ihn kennenlernen. Und wenn wir in der Schule Gottes sind, passieren Dinge, die wir vielleicht nicht wollen, aber das bringt uns näher zu ihm. Wenn wir an ihm festhalten, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir sagen, jetzt kannst nur du noch helfen, dann bauen wir eine Beziehung auf zu ihm, weil wir uns an ihm festhalten. Und es sind nicht immer leichte Aufgaben, die Gott uns zutraut. Und da kommen manchmal auch Zweifel bei uns oder sogar Angst. Wir sollen lernen, Gott zu vertrauen. Er traut uns nicht mehr zu, als wir leisten können. Und er wird uns immer zu dem ausrüsten, was er für uns geplant hat. Elisas Herz hat für Gott gebrannt. Und wir kennen die Geschichte, als Gott den Elia im feurigen Wagen in den Himmel holte. Elisa war dabei, aber nur, weil er so hartnäckig war. Er wollte etwas von Gott. Er wollte die doppelte Salbung. Dreimal wollte Elia ihn abwimmeln. Zuerst in Gilgal, dann in Bethel und zum dritten Mal in Jericho. Und dreimal sagte er zu ihm, bleib doch da, bleib doch hier. Er wollte ihn nicht mitnehmen. Und das scheint genauso ruppig wie bei seiner Berufung damals, die Berufung des Elisa. Doch Elisa war so hartnäckig und hat sich nicht abwimmeln lassen. Und das Ergebnis, er bekam von Gott, was er wollte, den doppelten Anteil. Er tat genau die doppelten Wunder wie Elia. Lass dich nicht abbringen von dem, was Gott dir geben will. Bleibe dran. Es gibt so viele Umstände, wo wir sagen können, ist mir zu anstrengend, ist mir zu lange, dauert mir zu lange, ist nichts für mich. Der Prophet Jeremia sagte auch, ich kann nicht reden, ich bin zu jung. Das, was Gott dir zutraut, zu dem befähigt er dich auch. Tritt ein in die Pläne Gottes. Sei ermutigt, auf deinem Weg mit Gott zu gehen.
Wenn wir sehen, wie Jesus Menschen herausgefordert hat, als er auf dieser Erde war, ist das erstaunlich. Er sammelte Menschen um sich, die seinem Ruf folgten. Komm, folge mir nach. Das war seine Aufforderung. Jesus kommt nach Galiläa. Es war sein erstes Auftreten dort. Und dann lesen wir in Markus 1, Vers 16 bis 18. Und als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, im See die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Zwei Brüder, die beim Fischen sind. Und da kommt ein Mann den See entlang und sagt einfach: Komm mit. Was muss Jesus doch für eine Ausstrahlung gehabt haben, dass diese zwei alles stehen und liegen ließen und mit ihm gingen? Das erstaunt mich immer wieder. Einfach so, ohne groß nachgedacht. Niemand gefragt: Was denkst du, soll ich mit ihm gehen? Oder was macht er eigentlich? Sie gingen mit ihm, ohne zu wissen, wohin und was das werden sollte. Die nächsten zwei Verse, 19 und 20. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Auch sie im Schiff, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Tagelöhnern im Schiff und gingen weg ihm nach. Jesus sieht kurz darauf wieder zwei Brüder. Diese sitzen im Schiff mit ihrem Vater und noch anderen und flicken die Netze. Jesus ruft sie. Sie stehen auf und gehen mit ihm. Einfach so. Wir würden vielleicht sagen: Das kann ich doch nicht machen, die hier sitzen lassen mit der ganzen Arbeit. Wer soll denn die ganze Arbeit schaffen? Doch die Ausstrahlung und der Ruf von Jesus waren stärker als alles andere. Irgendetwas hat sich in ihren Herzen bewegt. Hören, entscheiden, gehen. Ich habe manchmal den Eindruck, als ob Jesus fragt: Willst du oder willst du nicht? Willst du mir dienen? Und diese Jünger haben sich spontan und sofort entschieden. Willst auch du, dass in deinem Leben Veränderung passiert? Höre auf das, was Jesus zu deinem Herzen sagt. Du weißt in deinem Herzen, was richtig und was falsch ist. Vielleicht musst du aufhören zu sündigen, damit du eine andere Lebensqualität bekommst. Veränderung. Vielleicht möchte Gott dich gebrauchen für Versöhnung in deiner Familie, dass du den ersten Schritt machst. Gott spricht zu deinem Herzen. Und du weißt schon lange, dass du bestimmte Dinge tun sollst. Höre, entscheide und tu es. Jesus möchte Neues vollbringen in deinem Leben und die Entscheidung liegt bei dir, ob du das willst. Gott beruft dich inmitten deines Alltags, dass du dich zurüsten lässt, um sein Reich zu bauen, um in der Familie Gottes deinen Platz zu finden und auszufüllen. Entscheide dich, Schritte zu tun. Lass dich zurüsten, so wie Elisa und die Jünger. Gott hat einen Plan für dein Leben. Warte nicht einfach im Sessel, bis irgendetwas passiert. Komm heraus aus deiner Bequemlichkeit. Wo brauchst du Veränderung, Wachstum, Durchbrüche, ein anderes Denken, vielleicht auch einen anderen Lebensweg? Du brauchst dieses tiefe Vertrauen, das Gott dich führt. Mach Schluss mit dem, was dich hindert.
höre, entscheide und geh vorwärts. Gott kann alles gebrauchen, um zu dir zu reden. Verpasse es nicht. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.